Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Airborne Kingdom. Das glaube ich mal falsch ausgesprochen. Kingdom. Egal. Unser Königreich der Lüfte, unser Luftschlösschen ist wieder unterwegs. Im Augenblick noch nicht, weil Spiel pausiert noch, aber jetzt nicht mehr. Achso. Ja, das ist wie immer. Hallo. Wieder voll konzentriert bei der Sache. Das wird lustig. Oder auch nicht. So, in der letzten Folge oder so ziemlich in einer der letzten Folgen hatten wir... Moment, ich mach das mal anders. Hatten wir ja Aufträge angenommen. Hier vom Königreich Rutula. Königreich Rutula. Da sollen wir hier irgendwie Sachen suchen für deren Garten oder so. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Warte mal, ich hab's. Nee, das ist was anderes. Finde den Goldhain. Genau, Königreich, da steht's doch groß und breit. Berlin, ganz klar im Vorteil. Königreich Rutula, die Königin bittet uns einen Setzling bei den Goldbäumen von Karl Daur zu suchen, um ihre einst üppigen Gärten neu zu sehen. Das war das Ganze. Und ich war, glaube ich, auf dem Weg hierhin zu dieser Ansiedlung, um dort Leute zu rekrutieren. Hatten wir das gemacht? Bin mir dann gar nicht so sicher. Moment mal. 16 von 16, 6 untätig. Ich meine, wir hätten da 3 Leute mitgenommen. Ich kann mich da so dunkel dran erinnern. Wenn ich nicht ganz falsch liege. Und ja. Kann ich hier nochmal draufklicken. Eine Siedlung. Wir nähern uns einem kleinen Dorf am Rande des Nirgendwo. Einige Siedler möchten sich uns womöglich anschließen und die Schinderei auf dem Land hinter sich lassen. Das ist dann immer so der gleiche Text. Nee, das haben wir gemacht. Deshalb gehen wir nach Hause zurück. So, das haben wir gemacht. Das heißt, wir könnten uns theoretisch auf die Reise begeben. Wir haben allerdings noch ein bisschen Nahrungsbedarf. Wasser ist in Ordnung. Hier sieht es wieder Kohle aus. Das sieht gut aus. Bäume, ja. Ach ja, und ich hatte hier die Idee gehabt, hier von wegen mit dem Flügel, ne? Das war auch noch so eine Sache. Was soll ich das als erstes machen? Bauen. Das ist Auftrieb. Und dann haben wir hier unsere Flatter-Einrichtung. Flatter-Einrichtung ist auch cool. Dann drehe ich mir denn schon wieder alles hier zusammen. Ist das so vom Platz her? Ist der... Ich glaube, hier hin, ne? Oder? Keine Neigungsprobleme, 2 Grad zurück. Keine Neigungsprobleme, 1 Grad zurück. Dann setze ich den noch dahin. Das ist natürlich die Frage. Das ist jetzt aber nicht symmetrisch, ne? Also mein innerer Monk ist wieder am Meutern. Kann ich den verschieben? Bräuchte ich Bäume für? Ich guck erstmal. Ich guck erstmal, wie es aussieht, wenn es fertig ist. Von 65. Okay. Was haben wir hier? Lehmvorkommen. Brauchen wir dringend Lehm? Da haben wir eine Quarzmine. Ein Quarzvorkommen. Okay. Ach ja, für Glas und sowas brauchen wir das, ne? Lass den da mal hier so hin dümpeln. Ich würde vorschlagen, wir versorgen uns erstmal so mit so ein paar Sachen, ne, so wie Lehm und solche Geschichten. Und also maximal 4 sind möglich, okay. Das soll mir egal sein, erstmal, ob es klappt. Ne, wir rüsten, nicht rüsten uns auf, sondern wir, ne, versorgen uns mit den nötigsten Dingen. Und dann machen wir uns mal auf den Weg dazu, dem
besagten Hain, was auch immer, um da diese besonderen Samen zu bekommen. So, wo sehe ich denn jetzt hier mit dem Lehm? Wo war das denn jetzt? Das war, glaube ich, nur hier, ne? Genau. Oh, okay, verstehe. Ja, dann soll ich da mal den Lehm abbauen. Soweit wie möglich. Damit wir genügend Lehmziegeln haben, um Dinge tun zu können. Derweil schaue ich mal ganz kurz auf die Karte. Das ist unser Ziel. Wir zielen schon so halbwegs in die richtige Richtung. Aber wie gesagt, ne, ich gucke noch nach Holz, nach Nahrung. Eventuell noch nach Wasser, wenn sich das gerade anbieten sollte. Und ich schau mal, ob das so halbwegs möglich ist auf dem Weg dahin. Ja, ich habe vorne jetzt noch dieses Quarz entdeckt. Das lassen wir jetzt mal. Mir sind jetzt erstmal andere Sachen wichtiger. Haben wir hier Dickicht. Richtig. Da ist Dickicht. Das ist cool. Wasser sehe ich jetzt hier so auf die schnelle 1 auf dem Weg. So, warte. Wie sieht das hier aus? Sind die fertig? Ja, noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Dann ja, kommen hier die paar Bröckchen, die sollen sie noch mitnehmen. So, genau, es ist erschöpft. Dann Richtung Dickicht. Während unser Vogel hier unterwegs ist. Nicht ganz sicher, ist das symmetrisch, aber sieht so halbwegs aus. Ne? Hier der Abstand ist genauso groß wie der. Ja, dann war es doch. Auf jeden Fall ist das jetzt besser mit diesen beiden Flügeln, finde ich, als nur mit diesem einen. Das sah irgendwie komisch aus. Sorry. Und ich denke, dass ich habe jetzt leider nicht drauf geachtet. Ich muss mal schauen, wo war es denn jetzt wieder? Hier. Ob sich da jetzt was zum Positiven verändert hat. Ich will mir eine alte Aufnahme anschauen und dann vergleichen. Wenn ich den dran denke oder zukomme. Was ist das? Sieht jedenfalls interessant aus. Da ist Wasser. Wir müssen. Ach je, das ist ja noch. Oh, ich sehe es gerade. Das ist ein weiter Weg. Ja, da müssen wir aber. Ja, noch einiges vor uns. Naja, gut. Ist halt so. Dann müssen wir die Zeit entsprechend nutzen. Und werden dann halt auf dem Weg dahin uns immer mal wieder versorgen. Vielleicht ja auch die ein oder anderen Leute antreffen. Schauen wir mal. So, wie weit sind wir von dem Dickicht entfernt? Kann ich da schon Aufträge starten? 4 waren es, ne, die ich ja maximal dahin schicken kann. So. Das ist auch ein Spiel, da muss man hier also wirklich viel Geduld mitbringen. Viel Action ist eigentlich nicht, gebe ich zu. Und zumindest noch nicht. Schauen wir mal, ne? Wir sind ja auch noch relativ neu und frisch und so weiter dabei. Also, was will man jetzt Großartiges erwarten? 28 von 55. Okay. Insofern ist da natürlich jetzt hier noch so spieltechnisch und allen Let's Play technisch und so viel Luft nach oben. Und wir schauen mal, wie es denn so werden wird. So, wie sieht das mit Holz aus? 20 Holz. 20 Holz ist jetzt nicht so viel Holz. Da vorne ist aber auch Holz. Dann würde ich sagen,
Wir steuern das da gleich mal an. Oh, sorry. Zu schnell. Noch mit Nahrung laden, nicht fertig. 36. Okay. Ich muss auch mal kurz ein bisschen laden. Nahrung weniger. Also Aufputschmittel in Form von Kaffee. Ja, Wetter spielt ja auch wieder mit, ne? Pünktlich zum Wochenende. Insbesondere pünktlich zu diesem riesigen Samstag. Der letzte Samstag dieses Jahr? Nee, gar nicht mal. Der vorletzte, ne? Genau. Wo ist mein Kalender? Das gleiche Problem. Ah, da, der 24. Ja, nee, den haben wir noch. Da haben wir noch. Einen haben wir noch. Der vorletzte Samstag. Müsste das sein. Ich bin ganz falsch liegen. Ist egal. 6 Tage? Nee. Na gut, dann vielleicht der letzte. 31? Haben wir nicht 31 Monate? 31 Tage diesen Monat? Ich meine ja. Ich fasse mich schon wieder komplett. Aber ich bin wieder lächerlich. Würde ich auch ganz gerne mal nachgucken, aber ich traue mich nicht, damit ich nicht mit dem Cursor aus dem Spiel raus. Wäre wahrscheinlich nicht so gut während der Aufnahme. So, egal. So, Flügel verbessert. Oh, verringert Baukosten um 20%. Ups, da war ja was. Habe ich das Ding schon gebaut, bevor ich... Egal. Alles halb so wild. So, okay. Wir haben es überlebt. Was könnte man denn sonst noch Schönes machen? Na gut, Möglichkeiten gibt es viele. Wir könnten uns darum bemühen, dass wir weniger Wasser benötigen. Was ist das? 32 Stunden, 32 Stunden. Das ist alles sehr, sehr lang. Bereich Ressourcen, da habe ich die Geschichte mit den Lehmhütten. Da dann auch 32 Stunden. Hier geht irgendwie noch gar nichts. Ach ja, da war ja irgendwie wo was. Lagerhaus. Ja. Ich habe zwar noch keins. Baukosten 8. Ja, warte mal. Auftrieb. Ja, ich kann das hier auf 40% reduzieren und baue dann zwischendurch mal ein paar Flügel. Erhöht den Auftrieb um 50%. Alles gut und schön. Was ist mit Antrieb? Habe ich nichts. Sehnsüchte ist nichts Grundlegendes. Gut. Ich sag mal so, wenn das hier alles 32 Stunden braucht, was ich mit. Großen Tempo. Ich mach das. 16 Stunden Kompromiss. Dauert 16 Stunden. Die Dinger sind dann etwas schneller. Finde ich gut. Dann machen wir doch dieses. So. Ich glaube, wir haben da alles abgeerntet. Dann machen wir uns auf den Weg. Vorhin hatte ich gesagt, ist Holz. Nix wie hin. In der Zwischenzeit sind die mit ihren Konida weiterforschen. Und so weiter und so fort. Wie sieht es denn hier aus? Nahrung 51 von 55, das ist cool. Wasser haben wir immer noch. Immerhin 45 von 55. Kohle, ja, okay. Ja, das andere ist klar. Kohle wäre natürlich auch so ein Punkt. Kohle sieht es mal schlecht aus. Was ist das? Das ist ein Kohlevorkommen. Doch erstmal zum Kohlevorkommen und dann zum Holz. Ich glaube, das ist ein besserer Plan. Ja. Kohlevorkommen zu weit. Ja, dass die jetzt nicht dahin fliegen können, ist mir klar. Mal minus 5. Okay. Das nicht. Der hat wahrscheinlich schon gemeint, ich will da jetzt schon mit den Fliegern dahin. Ich wollte nur gucken, was das ist. Ist das nicht erlaubt? Auf der Karte sieht man es nämlich nicht. Das ist ein bisschen, da ist die Informationsdichte von der Karte ist da nicht so groß. Man kann relativ nah hier zwar ranzoomen, aber welche Ressourcen man wo findet, das wird nicht angezeigt. Das ist, bemängle ich. Bemängle ich ganz hart. So. Aber wenn wir jetzt schon mal dabei sind, komme ich denn jetzt da schon hin? Oh, das ist cool. Das ist cool, das geht. Wir sind nah genug ran. Ja,
Das ist aber noch ein Stückchen. Uiuiuiui, aber hallo. Immerhin, aber die sind in der Lage, ne, die entsprechende Entfernung zu überbrücken. Hut ab. Kann ich dann nur sagen, Hut ab. Okay. So. Kohle, genau. Wir sind auf 18 runter von 30, das, was maximal möglich ist. So, oh, jetzt war schon 25. Das geht zügig. Was sehr erfreulich ist. Das bemängle ich auf keinen Fall. Versorgung ist in Ordnung, Wasserversorgung ist in Ordnung. Kohle ist jetzt bei 27. 30. Oh, nee, dann, oh, Moment. Augenblick. Dann gehe ich direkt hier auf minus, ne? 5, alles weg. Und wir machen uns auf den Weg, bezüglich Holz. So. Ich schaue nochmal auf Karte nach. Da ist die Geschichte. Da kann ich gleich mit Holz tanken. Ah, okay. Hier ist das Königreich. Dingse. Und dann müssen wir hier rüber. Ich hoffe mal, dass das zu schaffen ist. Ich denke mal schon. Wir sind also relativ gut ausgerüstet. Das sollte zu schaffen sein. Ich werde jetzt hier auch nicht ewig Holz fällen, ne, und hier bei uns einlagern. Nur so ein bisschen nachladen. Aber ich will mich jetzt hier nicht ewig aufhalten. Das muss nicht sein. So, okay. Wie sieht's denn aus? 20 war die Ausgangslage. Okay. Ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, so. Ja, ich glaube, sind wir schon bei 26, aber ich habe erst überlegt, so bis 30, aber vielleicht dann doch so, vielleicht so bis 40 oder so. Keine Ahnung. Was sagt denn hier unsere Lagerkapazität? Wird damit angezeigt? Ah, okay. Was, ne? Ja, genügend Luft nach oben haben wir noch. Von daher, ich lasse die da erstmal so ein bisschen rumfliegen und Holz farmen. Sieht es da unten aus, dann wird wahrscheinlich noch jede Menge Holz vorhanden sein. Ja. Der Baumbestand ist noch relativ dicht. Wir sind bei 36. Das geht recht zügig. Da bin ich doch angenehm überrascht. Ich finde immer noch besser, ne, wie die hier so ihre Kapriolen machen, wenn die hier landen. Ne? Das ist schon nicht übel gemacht. Was ich auch gut finde hier, ne, dass hier, wie gesagt, angezeigt wird hier, das hatte ich ja schon in der letzten Folge erwähnt, wie so der Verschmutzungs- oder Lärmgrad ist. Wenn da Leute hier in der Nähe wohnen sollten, die dann halt sich so ein bisschen angepisst fühlen könnten. So, wir sind bei 40. Ich würde sagen, das sollte erstmal reichen. Und 44, das ist mir egal, das ist in Ordnung. Ich nehme natürlich auch noch mit, was ich kriegen kann. Aber wir sollten uns jetzt mal so langsam, aber sicher in diese Richtung begeben. Moment, jetzt mehr so hier. Habe ich jetzt ein bisschen zu gut gemeint. Mal hier so in diese Richtung aus.
Ach ja, das ist das Königreich, das besagte. Ich vermute mal, dass das da hinten irgendwie unser Ziel sein könnte. Was natürlich auch toll wäre, wenn unser Vogel ein bisschen schneller wäre. Na gut, ich könnte jetzt hier natürlich hingehen und beschleunigen, aber... ja. Ja gut, wir machen das. Ich mach mal hier so die Geschwindigkeit ein bisschen höher. Dadurch fliegt er zwar nicht schneller, aber das Spiel läuft etwas schneller. Was mich natürlich in die Lage versetzt, dass sie besonders darauf achten zu müssen, dass hier eine bezüglich Nahrung und Wasser, dass wir da nicht ins Leere laufen. Also die Karte bin ich einigermaßen richtig unterwegs. Und ich könnte noch ein bisschen mehr in diese Richtung gehen. Ja, nee, so war schon, glaube ich, verkehrt. Ja. Das ist wieder so eine kleine Siedlung. Das sieht aus wie Holz. Was das ist, kann ich jetzt nur raten. Muss ich mal raten, bin ich nicht so gut. Ich bin immer noch zu weit links. So. Karte, was sagst du? Ah, das sieht schon besser aus. Das sieht schon besser aus. Wir sind zwar noch immer noch meilenweit davon entfernt. Von unserem eigentlichen Ziel. Aber es geht voran. Ja. Es geht voran. Langsam aber sicher kommen wir unserem Zielgebiet näher. Und das wird aber eine Aufgabe sein. Leider Gottes dann doch für die nächste Folge. Ich hatte ja schon die Hoffnung gehabt, dass wir doch vielleicht doch innerhalb einer Folge dahin kommen. Aber die Wege sind dann doch weiter als gedacht. Und unser Luftschloss ist noch nicht so schnell. Das kommt alles noch. Das kommt alles. Das wird mit der Laufe, mit der Zeit kommt alles. Und wir haben ja für diese Woche noch so ein paar Folgen vor uns. Da, das wird werden. Da bin ich davon überzeugt, dass wir das schon hinkriegen. Ja, die nächsten Aufgaben werden auch unter Umständen sein, hier zu gucken, ne, von wegen Lagerhaus, das werden wir früher oder später benötigen. Könnte ich mir vorstellen. Noch kommen wir mit der Lagerkapazität, die unser Luftschlüssel im Augenblick hat, ganz gut hin. Und nur ganz normal nebenbei. Hier, ne? Ich habe hier das Teil mal nach oben geschoben. Das war ja erst hier unten, so in dem Bereich. Da hat es mich dann doch ein bisschen gestört. Habe ich dann so bei der Bearbeitung der Videos gesehen. So, ich denke so, nee. Ist nicht so optimal, hat mir nicht so gefallen. Hier mit da oben, das finde ich eigentlich ganz gut. Das macht sich ganz gut. So, aber das nur am Rande. Ich bedanke mich für eure Unterstützung, für euer Dabeisein, natürlich auch für dein Dabeisein, ganz speziell. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder und ich wünsche euch wie immer bis dahin alles Gute und genießt die Zeit.